Also wir können nur vage rekonstruieren, was da passiert ist an Bord. Aber boy, did we learn a lesson. Man sollte ein Boot einfach nicht in fremde Hände geben. Wir sind Markus und Julia. Und die letzten 2 Jahre verbrachten wir damit, unter Segeln die Welt zu entdecken. Bis, ihr wisst schon, Corona hat unsere Reisepläne ganz schön umgewürfelt. Und weil wir nicht länger darauf warten wollten, bis alles wieder besser wird, entschieden wir erstmal, unsere Reise in Panama zu beenden und zurück nach Europa zu kommen. Allerdings ist die Passage von der Karibik zurück ins Mittelmeer ganz schön berüchtigt, weswegen wir unsere Insieme für diesen Turn schweren Herzens einer Profi-Crew übergaben. Wir nutzten die Zeit währenddessen, um zu Hause ein paar Dinge auf Schiene zu bringen und freuten uns dennoch jeden Tag ein bisschen mehr, unser Boot bald in Südspanien wieder entgegennehmen zu können. Wir spazieren vor zum Hafenmeister und kündigen an, dass morgen in den frühen Morgenstunden unsere liebe Insieme ankommen wird. Sie ist da. Um knapp 2:30 in der Früh sind sie angekommen. Wir haben versucht, wach zu bleiben, aber sind dann doch eingeschlafen. Und ja, wir wissen ja auch, wie sich das anfühlt, nach so einer langen Passage das erste Mal im Hafen zu liegen und zu schlafen. Und haben jetzt auf eine akzeptable Uhrzeit gewartet, um da anzutanzen. Ich bin gerade höllisch nervös, unglaublich aufgeregt, das Herz schlägt gerade bis zur Brust und ich habe ein bisschen Angst, aber wird schon nicht so schlimm sein. Oh, da steht sie! Da am Steg! Da liegt sie, als wäre nie was gewesen. 5000 Meilen später. Jetzt müssen wir nur noch vom Nahen schauen. Oh, unser Baby. Bin ich froh, dass das jetzt vorbei ist. Diese Warterei. Oh. Oh mein Gott, es tut schon ehrlich weh, sie so zu sehen. Oh. Wo fangen wir an? Vielleicht mit einem kleinen Disclaimer, dass wir ja in diesem Video einfach darstellen wollen, wie wir die letzten Tage erlebt haben und was so passiert ist. Wir können nur vage rekonstruieren, was während der Überführung passiert ist, weil das Logbuch leider nicht sehr aussagekräftig ist und wir auch noch keine Stellungnahme von dem Skipper haben. Und wir wollen uns einfach davor hüten, irgendwelche Vermutungen in den Raum zu stellen, weil hätte Fahrradkette bringt uns zu nichts und wir überlassen es mal den Versicherungssachverständigen, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, inwieweit was hätte sein können oder vermieden hätte werden können oder hätte Fahrradkette, wie gesagt. Das Wetter heute passt ganz gut zu der Grundstimmung dieses Videos. Ihr seht, wir sind mittlerweile in Almerima, wir sind wieder auf dem Boot und sind gerade im Boatyard. Es ist jetzt, wie gesagt, sind 1,5 Wochen vergangen, aber fangen wir einfach mal an mit der ersten Reaktion, wie wir das Boot gesehen haben. Genau, also das Boot ist circa vor 1,5 Wochen in Almerima angekommen. Es ist um 2 Uhr in der Nacht angekommen. Wir und die Julia haben sich damals entschieden, dass wir nicht gleich um 2 Uhr in der Früh die Crew begrüßen, weil wir sie dachten, die brauchen jetzt ja mal noch 40 Tage ein bisschen Schlaf.
und sind dann am nächsten Tag in der Früh runtergegangen zum Boot und haben eigentlich von der Ferne erkennen können, dass das Boot in einem sehr, sehr schlimmen Zustand ist, in einem Zustand, wo wir eigentlich noch kein Boot vorher jemals gesehen haben. Die Rostspuren sind komplett von vorne bis hinten runtergelaufen und ja, am Weg zum Boot habe ich mir wirklich überlegt, wie kann man jetzt vernünftig der Crew überhaupt gegenübertreten, weil natürlich auf der einen Seite 40 Tage unterwegs zu sein auf hoher See, das ist natürlich eine Leistung, aber auf der anderen Seite muss es da irgendwas Gravierendes gehabt haben, dass sowas passiert. Und man muss dazu sagen, also die letzte E-Mail vom Skipper war auch noch, das Boot hat kleinere Blessuren und ihr müsst mal wieder putzen und die Reling polieren. Also wir haben wohl mitbekommen, okay, es sieht abgerockt aus, aber wir dachten ja, ich meine, wenn ein Boot 40 Tage unterwegs ist, ist es klar, dass das Boot abgerockt aussieht, aber wie wir es dann tatsächlich gesehen haben, das war schon ein richtiger Schock, weil einfach sofort klar war, das hat nichts mehr mit normaler Korrosion oder Flugrost zu tun. Ja. In den ersten drei Sätzen ist dann eigentlich ziemlich schnell klar geworden, nach der Begrüßung, an was es liegt. Du hast anscheinend auch mehrere Stromschläge während der Überfahrt kriegt oder Kippeln eben oder Stromschläge, wie auch immer. Also man hat auf jeden Fall den Strom gespürt, laut deren Aussage, und es war daher klar, dass die Korrosion elektrochemisch ist und das ganze Metall durch das Salzwasser und den Strom einfach dahin oxidiert. Genau. Und ja, das hast du jetzt nicht dazu gesagt, aber sie haben gesagt, ab dem zweiten oder dritten Tag haben sie begonnen, sich zu elektrisieren. War für uns ein kleiner Schocker, weil davon haben wir nie erfahren. Und ja, wir haben dann einfach so reagiert, dass wir der Crew ein Hotel gebucht haben, weil die noch zwei Nächte da waren. Wir haben sie gebeten auszuziehen, damit wir gleich den Strom an Bord abschalten können. Und haben uns darum gekümmert, dass gleich am nächsten Tag in der Früh ein Sachverständiger kommt, der die Ursache für den Kriegsstrom findet. 13.2 now, but I had 16 volts a minute ago. Yeah, higher out on that. Do you know my suspicion? Solar? My suspicion's your solar, because your wind generator's not running. The only thing really on the boat that is going to make more than 12 volts, and typically if they're 20, or what, do we know what the open circuit voltage of the solar panels are? Solaras. I need to get up and see. I think that you may have a bad ground, or that the solar panels are causing, maybe where the panels have been run through the tube, it's possible that one of the wires has got skinned. Mm. The solar frame, that's kind of the most common places for the cable to chafe. But I think there could be your problem. I've never ever seen this happen quite so badly. Just for the record, it's not ideal disconnecting these under load, but I just want to run some additional tests. I don't have any escapage now. The problem is coming from the solar panels, and I think what's happened, where the cable enters the tube, it's rubbed, it's chafed, it's gone through the insulation of the cable, and the positive has made this live. Obviously, disconnecting that side, because they're grouped together as two pairs, that side, it seems to get rid of the problem. So I think it's on the starboard bank of panels that's grounding against the frame, and I think is what's causing the problem. In 15 years of working as an electrician on board yachts, I have never, ever, ever seen anything like this in all my life. Not so much destruction in such a short period of time. I've seen electrolytic problems in stern drives on power boats. I've seen anodes eaten, but to see rigging wire
stainless steel fittings connected to the deck stanchion bases absolutely destroyed. It's just incredible. Was für ein Tag. Ich sage euch ganz ehrlich, mein Herz ist schwer. Zumindest wissen wir jetzt, wo wahrscheinlich der Kriegsstrom herkam und haben das abgestellt. Also das war jetzt keine große Sache für den Elektriker herauszufinden. Und ja, jetzt geht es darum herauszufinden, welches Ausmaß der Schaden hat oder die Schäden. Morgen wird der Rigger kommen und sich das Rig anschauen. Und am Montag haben wir jetzt gerade unser Hole-Out gebucht, weil der Elektriker halt schon gesagt hat, wenn der Rumpf überhalb der Wasserlinie so aussieht, dann fürchtet er sich ein bisschen davor zu wissen, wie es unter Wasser aussieht. Ich freue mich im Augenblick, dass wir auf Curaçao Kunststoffventile eingebaut haben, weil die korrodieren nicht. Und dass das so schnell relevant wird, habe ich niemals für möglich gehalten. Und auch, dass wir noch eine etwas überdimensionierte Zinkanode drauf gemacht haben. Ja, im Augenblick können wir nur abwarten und weitere Informationen sammeln und versuchen, gefasst zu bleiben, trotz allem. Wir gehen jetzt in die Tapas Bar. Und das Schöne ist, dass wir wirklich am richtigen Ort sind und ich habe das Gefühl, wenn wir es irgendwo wieder in den Griff kriegen, also wir kriegen es in den Griff, es ist nur eine Frage des Geldes und der Zeit, aber hier ist der richtige Ort, weil es fühlt sich noch immer an wie eine große Familie und große deutschsprachige Segel-Community auch wieder hier und alle total hilfsbereit und fühlen gerade alle sehr viel mit uns und deswegen freuen wir uns jetzt drauf, einen Abend in Gesellschaft zu verbringen und ja, vielleicht können wir kurz auf andere Gedanken kommen. Das wäre schon alles, was ich heute mir wünschen würde. The majority, they just stress while looking down their phones. I wonder why we feel alone. Es ist ein neuer Tag in Almerima und gestern war ganz kurz der Rigger am Nachmittag noch da, aber er war noch nicht oben im Mast. Und er hat uns jetzt zumindest ein bisschen Hoffnung gemacht, was das Rig angeht. Heute schauen wir es uns genau an. Und ich bin schon ein bisschen nervös. Aber ich glaube, heute gibt es mal gute Nachrichten. Good morning! Are we late or are you early? Noch ein Zeichen, dass wir wieder zurück in Europa sind, wenn der Contractor vor dir da ist. Slightly on the scenario of abuse, how this boat's been treated. It's one way or the other, no way in between. I ain't getting any younger. You will stay forever a dream. Also gute Nachrichten, das Rig ist nur teilweise zu ersetzen. Es ist zwar sehr stark korrodiert, aber die Litzen sind jetzt nicht alle durch, sondern nur die bei den Innenwanden.
aber ja, das lassen wir jetzt wechseln, aber das ist eine Kleinigkeit im Gegensatz zu dem anderen, was sein hätte können. Drinnen herrscht wenig überraschend noch immer großes Chaos. Wir haben jetzt mal alles gecheckt, der Markus hat gestern schon begonnen aufzuräumen. Es war in den Bilgen überall ein bisschen Wasser. Das liegt wahrscheinlich an der Reling, die ist vorne sehr, sehr stark verbogen. Das dürfte bei einer Wende oder was passiert sein, dass sich das Segel dagegen gelegt hat. Da dürfte Wasser reingekommen sein, das heißt, wir müssen die Relingstützen neu abdichten. Und ist aber innen ist nichts wirklich gravierend. Die Mittelkonsole hat sich ein bisschen gelockert. Keine Ahnung, wie das passieren kann. Vielleicht zu stark dagegen gelehnt oder so. Aber das ist auch keine große Sache herzurichten. Und die elektrische WC-Spülung ist kaputt, da haben wir jetzt aber, wir haben das Ersatzteil eigentlich an Bord gehabt, das ist nur der elektrische Schalter. Die Crew hat das leider 6 Wochen lang nicht gefunden. Was natürlich ein bisschen bitter ist, wenn das WC nicht funktioniert, aber das ist in 5 Minuten hergerichtet, nur den neuen Schalter anschließen. Dann der Generator ist kaputt, der macht irgendwie nichts mehr. Müssen wir schauen, was da passiert ist, obwohl der ja eigentlich frisch überholt war. Und der Watermaker hat irgendwas, der funktioniert nicht mehr, der kann keinen Druck mehr aufbauen. Da müssen wir auch noch der Sache ein bisschen auf den Grund gehen. Und sonst? Keine Ahnung. Es werden schon noch ein paar Sachen auf uns warten. Aber durchgeputzt gehört sie, auf das freue ich mich schon, wenn ich da endlich loslegen kann. Und dann werden wir sie halt Step by Step wieder zu alten Glanz bringen. Was hast du gesagt? Hast du den hergerichtet? Ja. Das waren keine 5 Minuten. Was war das Problem? Es war ganz wenig Luft drinnen, wie das ja immer gesagt hat, einmal rückspülen. Oder oben das Ventil aufmachen, dass Luft raus da kommt. Ich will jetzt auch nicht das Haufenwasser da. Aber schau, sogar rückspülen oder ganz normal. Na, es ist wirklich, Alter. Oh, heute ist Tag der Wahrheit. Es ist kurz vor 7 und um 7.30 Uhr ist unser Krantermin. Ich weiß, wir sollten schon längst am Boot sein, aber oh, ich habe heute Nacht kaum ein Auge zugetan. Ich bin so nervös. Oh, ich bin so furchtbar nervös. Ich hoffe, alles ist gut, aber es könnte auch schier werden. Das hier ist Madeline Merima, das ist Sailing Yacht in Sine. We would kindly ask for assistance to lift the dock over. Thank you.
Oh. Ich glaube, es gab in der Umgebung ein Erdbeben von dem Stein, der uns gerade vom Herzen fällt. Oh, alles nicht so schlimm. Also eigentlich überhaupt nicht schlimm. Ich bin höchst beeindruckt vom Kappa Code. Und sonst, die Anode hat ein bisschen mehr abbekommen, als sie wahrscheinlich normal abbekommen hätte. Aber, also für uns als Laien, alles in Ordnung. Mal schauen, was die Experten heute dazu sagen. Ja, ich denke, man konnte uns die Gefühlsachterbahn, die wir da in diesen ersten Tagen, nachdem das Boot angekommen war, durchlebt haben, recht gut ansehen. Und auch die Erleichterung, als dann klar war, dass es wesentlich glimpflicher ausgegangen ist, als zwischenzeitlich diskutiert wurde, auch von den Sachverständigen, als man einfach gesehen hat, dass das Unterwasserschiff intakt ist. Was bleibt, sind immer noch einige Fragezeichen, weil der Sachverständige immer auch noch nicht seinen Bericht abgeschlossen hat, nicht abschließen konnte. Wir sind gerade noch dabei, durchzumessen, wo der Strom überall hinkam und was alles betroffen war. Was bei Elektrolyse passiert ist, also soweit haben wir das verstanden, ist, dass dem Metall Elektronen entzogen werden. Und eigentlich ist das ein Prozess, der Metall veredelt. Aber bei Edelstahl gibt es halt einen Punkt, bis zu dem man das machen kann. Und dann beginnt das Metall so hart zu werden, dass es brüchig wird. Und um wirklich festzustellen, wie weit dieser Prozess in diesen 6 Wochen fortgeschritten ist, muss man das einfach näher untersuchen. Und da sind wir halt gerade dabei. Aber wir haben uns jetzt mal dran gemacht, das Offensichtliche herzurichten, also insbesondere den Gelcode aufzuarbeiten, die Reling wieder instand zu setzen und die offenbar betroffenen Teile des Rigs auszutauschen. Und ja, natürlich auch die Schäden im Innenraum, die wir jetzt weniger behandelt haben, zu beheben. Aber was noch aussteht, ist zum Beispiel, dass wir müssen uns bei unserer Versicherung rückversichern, dass ihnen auch reicht, dass wir nur Teile des Rigs tauschen, dass sie uns weiterhin versichern werden, auch wenn wir das Rig nicht komplett tauschen. Also es sind noch einfach ganz viele offene Fragezeichen. Das Problem ist derzeit einfach, dass es ist noch nicht ganz klar, welche Versicherung dafür aufkommen wird und ob eine Versicherung aufkommen wird. Wir sind zwar versichert für schwere Fahrlässigkeit da. Wir haben ja damals, grobe Fahrlässigkeit. Wir haben ja damals ja das Video mit dem Versicherungsmakler gemacht, der hat uns damals bei der Unicure versichert. Wir hoffen, dass es diese Versicherung übernimmt, sonst ist der Skipper selbst auch nochmal versichert. Also, aber es wird halt einfach länger dauern, bis das dann wirklich da zu einer Zahlung kommt. Und bis dorthin hin, weil wir den ganzen Sommer jetzt da stehen wollen, haben wir gesagt, okay, wir schauen jetzt, dass wir zumindest die wichtigsten Dinge einfach einmal herrichten, sodass das Boot dann für die nächsten paar Wochen wir noch benutzen können, wie wir es halt vorgestellt haben. Ja, also es wird noch ein bisschen länger dauern, die Versicherungen müssen sich halt auch erst, also ja, haben sich noch nicht dazu geäußert. Was wir soweit sagen können, ist einfach nur das, ich hätte mir gewünscht, dass wir informiert worden wären, also das denke ich, wäre eigentlich so ein bisschen das Mindeste gewesen, dass man uns hätte wissen lassen müssen, dass es elektrische Strömungen gibt durchs Rig und durch die Reling und das schon seit sehr Beginn an. Und ich denke, wenn wir informiert worden wären, wären die Dinge vielleicht auch ein bisschen anders gekommen. Aber das ist das einzige Hätte-Hätte-Fahrradkette, das ich hier formulieren möchte. Und sonst wird man sehen, wie es läuft. Wir haben uns halt sehr bewusst dafür entschieden, diese Überführung nicht selber zu machen, weil wir wissen, auf so einer langen Passage kommt man mit Situationen in Berührung, wo man richtig reagieren muss und man muss halt, ja, es passieren Fehler, es kommen Schäden vor, mit denen man einfach richtig umgehen muss. Und wir haben uns das nicht zugetraut mit unserer Erfahrung und haben daher auch eben eine beträchtliche Summe Geld in die Hand genommen, um ein
professionelles Überführungsunternehmen zu beauftragen, diese Überstellung für uns zu machen. Das war ja kein Freundschaftsdienst oder irgendwas. Und ja, jetzt muss man halt einfach schauen, wie man das löst. Fehler passieren, das ist menschlich. Schäden passieren auf so einer Passage, das ist absolut klar. Und wie man halt mit den Fehlern und mit den Schäden umgeht, das wird sich jetzt zeigen. Wir werden uns jetzt ins Trockene bringen und die ja, nächste Woche zeigen wir euch dann einfach, wie es uns bei der Aufarbeitung gegangen ist bis jetzt. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche.